Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Folge Dying Light 2. Ja, wir machen jetzt hier weiter mit der nächsten Mission für die Seuchenhexe. Und in der letzten Folge hat uns ja etwas ganz schön überrascht. Ja? Und zwar hatten wir da ja auch einen Auftrag gemacht für die Hexe. Allerdings sind wir ja dann gestoßen auf, ja, ich sage jetzt mal diese Videosprachnachricht, ja, von Tolka und Fatin. Von den zwei Herren aus Teil 1 von Dying Light. Und ja, da hat man ja unter anderem was gehört mit diesem Liquidator und auch mit Kyle. Ja. Und das lässt ja vermuten, dass Kyle auf jeden Fall vielleicht dieser Liquidator ist. Ja. Und wir haben da ja unter anderem auch noch so ein Hoverboard gefunden, ja, was wir auf jeden Fall mal noch testen müssen und werden. Aber speziell das Interessanteste von der letzten Folge ist, wie ich finde, diese Anzeichen so auf Kyle. Weswegen ich ja jetzt auch schon vermute, wir werden Kyle, Strich Liquidator, sehen in einem DLC. Ne? Und den Tolka und Fatin vielleicht sogar hier noch im Hauptspiel und dann vielleicht auch in der Erweiterung. Also ich denke, er ist noch am Leben und wir werden irgendwie ihn nochmal wiedersehen in einer Erweiterung oder so. Aber jetzt geht's weiter hier mit der Quest. Wir sprechen jetzt erstmal mit ihr hier. Was kann ich für dich tun, Baba? Du wirst zunehmend respektlos. Nimm dich in Acht, Bürschchen. Corvus, nicht so unhöflich. Du wirst selber immer respektloser. Hast du vergessen, wer hier das Sagen hat, Hexe? Muss ich dich daran erinnern? Was habt ihr zwei denn? Irgendwas stimmt doch da nicht. Raus mit der Sprache. Das geht dich immer noch nichts an. Corvus hat recht. Wir müssen uns aufs Geschäft konzentrieren. Ich habe wieder einen großen Auftrag reinbekommen. Heißt also nichts einsammeln, sondern Fallen stellen. So ist es. Geh zur GRE-Insel. Dort findest du einen großen Schwarm Infizierter. Du musst zwei Kreaturen in der Falle fangen. Zwei in einer. Kapiert. Die Versorger haben die Falle bereits ausgelegt. Aber sei vorsichtig. Diese Monster werden es dir nicht leicht machen. Leicht kenne ich gar nicht, Baba. Alles klar, zwei Monster, also einsperren wir. Ja, ich denke mal, das wird diesmal bestimmt kein normaler Zombie sein. Und ich bin sehr gespannt, wie das mit diesem Korpus hier weitergeht. Also da erwarte ich auch noch irgendwie einen Konflikt so langsam. Irgendwas, vielleicht, dass es sie mal entführt oder sonst was. Oh, und ich sehe da schon was. Das dort hinten mit der Quest. Das können wir scheinbar nur bei nachts machen. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Das gefällt mir ganz so gar nicht. Okay, dann müssen wir uns jetzt einmal noch ins Bett legen, damit es Nacht wird. Und ja, dann gleich geht's los. Das freut mich jetzt aber so ganz so gar nicht. So viel kann ich schon mal dazu sagen. Dann rüste ich lieber schon mal diesen einen Hemmungsstoff noch hier aus. Wo ist er? Hier. Ach, wir nehmen erstmal den Schwächeren, würde ich sagen. Na gut, da bin ich jetzt gespannt hier auf die Quest. Ich meine, am krassesten wäre es, wenn die Aufgabe wäre, Schattenjäger gefangen nehmen. Also das fände ich wirklich krass. Aber mal sehen, wie es jetzt hier wird. Eine Herausforderung wird es auf jeden Fall. Aber nun gut, ich bin ready. Die gute Heilung habe ich lieber auch mal hier noch ausgerüstet. Und ich denke, so ein Missionsgebiet machen wir über die Höhen hier, über die Dächer. Weil ansonsten haben wir noch Probleme mit einer Jagd dort und das würde ich schon kommen sehen. Halt, wir könnten hier sogar kleiden. Ja, dann machen wir doch direkt gleich das. Hier oben in der Luft sind wir direkt noch sicherer. Da unten braucht noch jemand Hilfe. Sorry, ich kann dir leider nicht helfen, tut mir leid. Ich muss die Quest erledigen. Na, wir haben jetzt auf jeden Fall auch schon mitbekommen hier. Die Baba, also diese Hexe, die arbeitet auf jeden Fall für den Korpus. Also da bin ich wirklich gespannt, wie es mit den beiden weitergeht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es da irgendwie zu einem Konflikt kommt. Diesmal nach dieser Quest, die wir jetzt hier haben. Dass da irgendwas danach passiert. Wenn wir dann das Zeug abliefern oder die Info, dass wir es gemacht haben und so. Das dauert tatsächlich noch weiter. Mal sehen. Gut, jetzt erstmal hier wieder kleiden.
Hey, und die Kirche hier kennen wir. Hier waren wir damals drin, wo wir gegen den einen Freund, in Anführungsstrichen, gekämpft hatten. Oh, bitte, 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 bitte. Die Schreier dürfen mich jetzt ja nicht entdecken. Lauf, Aiden. Einmal hier runter. Ich glaube, am besten würde ich jetzt hier kommen, wenn ich hier einfach schwimmen würde. Aber da drüben sehe ich jetzt gerade keine gute Stelle zum Hochkommen. Das ist ein bisschen mein Problem. Ich muss schon über die Brücke hier. Komm schon. Lauf, 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 lauf. Den schnell ausschalten, let's go. Und weiter, let's go. Und scheinbar ist dieser Käfig hier genau an der gleichen Stelle wie damals schon mal der eine. Halt, ich hätte vielleicht was ausrüsten sollen zum Locken noch. Böller sind jetzt in der Nacht, denke ich, nicht so brauchbar da hier. Sondern dann eher hier diese Münzen nehmen. So. Moment, Moment, Moment. Bitte entdeck mich nicht. Ah, natürlich. Okay, ja. Euch muss ich dort reinkriegen, auf jeden Fall. Ah, nein. Das mache ich noch zu falsch. Also ich glaube, ich muss es wahrscheinlich so machen. Ich setze mich hier in ein Gebüsch. Und dann muss ich die probieren, so dort reinzulocken. Oder ich sorge dafür, dass mir einfach ganz viele hinterher ran. Ne, die entdecken mich hier jedes Mal. Ich glaube, am besten mache ich es wirklich einfach, dass ganz viele mir hinterherlaufen. Und dann muss ich die dort so reinlocken. Es müssen ja auf jeden Fall hier die rennenden Heinis sein. Ja, da wäre ja einer. Ich will dem aber jetzt mal nichts tun. Komm, let's go, let's go, let's go. Ich brauche noch so einen. Ich mache es jetzt einfach mal so, dass ich hier ein bisschen rumrenne. In der Hoffnung, dass mir jetzt viele hier folgen gleich. Das ist halt nur einer von diesen Rennenden. Hier ist noch einer. Und die muss ich jetzt irgendwie gleichzeitig hier reinkriegen. Am besten durch Dritte. Lässt sich das einfacher sagen, als dann letztendlich das machen. Komm. Jawohl. Aber ich habe es geschafft. Sehr schön. Gut, ich schalte mir mal noch die hier aus. Einfach für ein paar Erfahrungspunkte und auch noch so die Trophäen. Und hier davon gleich mal welche noch mit zusammen. Bam. Wow, nein, das ging völlig daneben hier. Komm. Auf die alle hier. Ein bisschen schnetzeln. So wie sich das hier gehört. Oh, ist da noch so einer? Gut. Und dann tue ich jetzt hier einmal schön plündern kurz. Nein, hinter mir schon wieder. Komm, lass mich kurz bitte plündern. Obwohl, kriege ich immer noch mal so eine Trophäe hier. Und die brauche ich ja letzten Endes für meine Verbesserungen. So, jetzt können wir auf jeden Fall zur Hexe wieder zurückgehen. Die Aufgabe haben wir dann, wenn ich mich jetzt gepackt hier, ja. Schon Antibiotika auch nochmal gefunden, auch nicht verkehrt. Dann ziehen wir jetzt mal hier weiter. Einmal hier noch einen schönen Kick machen. Und da komme ich aber auch tatsächlich gerade auf die Idee, da hinten ist ein Flüster. Dass wir uns um den mal noch mit kümmern, das wäre eigentlich ganz cool. Aber nee, wir machen jetzt einfach mal hier rüber. Ich meine, von diesen Flüchterdingern haben wir ja eigentlich schon ganz viele mittlerweile erledigt, so immer mal wieder nebenbei. Und haben von denen ganz gut diese Trophäen gesammelt. Moment, hier hinten braucht jemand Hilfe. Dem würde ich ganz gerne eigentlich diesmal helfen wollen. Mal sehen, ob ich das ganz fix schaffe. Also wir beeilen uns mal mit dem Hochkommen hier. So, wo soll denn hier der Mann sein? Da hinten ist er. So, ich rette ihn mal. Zack. Bitteschön. Ich helfe doch gerne. Dachte schon, das war's. Vielen Dank. Ja, keine Sorge. Ich helfe gerne eigentlich. Gut. Baba, ich bin fast da.
Einmal hier rüber. Ja, ist noch ein ordentliches Stückchen. Komm schon, den hier einmal wegmachen. What? Die Jagd hat begonnen. Wie zur Hölle? Ich hab den Schreier weggemacht, aber da muss anscheinend doch einer hinter mir gewesen sein. Ach super, jetzt beginnt die Jagd. So, hier lang. Hep. Immer schön laufen hier. Jetzt haben wir hier unten durch den Gang hindurch. Let's go. Oh, hinter mir machen sie schon ihre wunderschönen Stöhner und so weiter. Lauf, Aiden. No, hier runterflutschen wollte ich jetzt nicht. Hoch, 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 hoch. Immer hoch. Nur nach oben. Das ist der Weg, den wir kennen. Einen anderen Weg kennen wir nicht, Aiden. Let's go. Hui. Zack, komm her. So, von dir einmal die Trophäe noch mitnehmen. Vielen Dank. Hier auch noch die Trophäe mitnehmen. Und laufen. Laufen, 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 laufen. Ich sagte laufen, Aiden. Laufen, laufen, laufen. Du darfst niemals das Laufen und das Rennen vergessen. Hep. Denk einfach daran, dass du ein Marathonläufer bist. Dann wird alles im Leben einfacher. Sehr schön. Hat geklappt. Jetzt erstmal hier das Lavendelzeug und Co. mitnehmen. Und perfekto. So, dann gucken wir jetzt mal. Ah, okay, die Hexe ist noch hier. Ist noch nichts hier passiert. Gut, dann geben wir ihr mal Bescheid. Wie ist's gelaufen? Zwei tollwütige Virusträger, hübsch verschnürt und transportbereit. Großartig. Aus ihren lebenden Organen kann ich diverse Tränke und Substanzen erstellen. Du hast heute eine Menge Leben gerettet, Aiden. Villador ist dankbar. Oder was davon übrig ist. Ah, das Übliche also. Na, kommt direkt noch ein Auftrag für sie. Na, welche Monsterinnereien brauchst du heute? Ich brauche die Schweißdrüsen einer seltenen Kreatur. Selten, aber neulich aufgetaucht, was? Neulich, richtig. Sie kommt nur nachts raus und ist nicht zu übersehen. Mit dem Sekret dieser Drüsen kann ich diverse Düfte zum Anziehen und Abstoßen von Infizierten anfertigen. Aber pass auf, Aiden. Sie kommt nur nachts raus. Und sie hat auch sonst noch den einen oder anderen schockierenden Aspekt im Angebot. Spannend. Ich bin bald zurück. Okay, alles klar. Machen wir den Auftrag direkt jetzt auch noch mit. Also brauchen wir jetzt die Drüsen von einem Zombie. Alles klar. Gut. Dann gehen wir mal los. Ja, nur haben wir nicht mehr allzu viel Zeit. Dann ist auch schon wieder Tag. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt lieber nochmal zweimal schlafen gehen sollte, dass dann schon die nächste Nacht ist. Mal sehen. Müsste aber hinhauen, wenn wir jetzt uns beeilen. Ich meine, unser Zielort ist ja eigentlich gar nicht so weit weg. Ja? Sind nur knapp 100 Meter. So, erstmal meinen Haken wieder ausrüsten. Sehr schön. Und jetzt einmal hier rüber. Hep. Hey, hier geht's in so ein Labording. Oh, ich denke, das haben wir schon gemacht. Ja. Gut, alles klar, dann weiter. Da drüben ist der, den wir brauchen. Ja, nur über den offenen Platz will ich jetzt ja eigentlich ungern laufen. Da ich jetzt nicht eine Verfolgungsjagd hier beginnen will, sondern ich will probieren, den, den wir ausschalten müssen. Ja, auszuschalten, ohne halt die anderen hier alle so richtig zu alarmieren. Ja, und ich sehe schon mal. Natürlich muss es wieder mit einer der schlimmsten sein und so ein Rammer. Und zwar so ein Rammer hier. Ich könnte schreien, wenn ich ihn sehe. So, rammeln erstmal die anderen hier weg. Dankeschön. Gut. Da kommt er. Ah, das sehe ich, was er hat mit dem Strom dran.
Das ist wahrscheinlich das, was gemeint war mit der hat noch eine Überraschung. Komm, jawohl. Los, mach die hier schnell weg, Aiden. Na los. Können wir schnell weiter hier machen. Der hängt nämlich gerade so schön dort hinten fest irgendwie. Dass wir auch direkt vor uns noch nutzen können. Ja, oder auch nicht. Wow. Oh, nein, 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 nein. Wow, Hilfe. Jawohl. Er ist besiegt. Sehr schön. Wir haben ihn. So. Jetzt hier einmal die alle noch kurz plündern. Mal gucken, ob hier noch ein bisschen was Schönes dabei ist. Na gut, ich meine, die Münzen sind eigentlich auch schon ganz nett. Ein bisschen Kleingeld, so. Ist nie verkehrt. So, was ist nie verkehrt. Von daher ab zurück jetzt zu unserer Hexendame. Yep. Und einmal hier rüber. Komm, schnell weg mit dem hier. What? No! Komm, ich will wenigstens den Flüster hier haben. Let's go! Los, 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 los! Ich will den Loot! Lass mich in Ruhe! Gib mir doch den Loot! Jawohl, ich hab ihn! So, komm dran! No! Ich will euch doch gerne alle noch plündern. Oh nein. Jetzt habe ich ein Problem. Einmal hier hoch. Verteilen. Jetzt habe ich ein Problem. Kurz das nächste Klingding hier ausrüsten. Und wofür können wir auch das nehmen? Dann haben wir dort kurz mal Funke rein. Bam. Dann haben wir hier noch Gift rein. Ich mag nämlich die Kombination ja ganz gerne. Und dann packen wir einfach das einfach mal so schon mal rein. Gut. Kommt mal hier nach oben. So, jetzt einmal dich hier wegmachen. Quatsch. Oh. Jetzt hier schnell plündern. Let's go. Na los, komm her. Lass dich schnetzeln, mein Freund. Natürlich treffe ich den Stromkasten. Wie viel Pech kann man dann haben? Aber egal. Egal. Ja, wir haben das gemacht, was wir machen mussten. Wir haben unser Ziel erledigt. Damit müssen wir jetzt nur noch zu unserer lieben Hexe wieder hin. Endlich. Ein Moment der Ruhe. Von daher passt das. Mein Hintergedanke gerade eben bei der ganzen Sache war halt nur, dass wir noch dort ein bisschen Zombies ausschalten könnten und dann die Trophäen noch ein bisschen sammeln könnten für eine Verbesserung. Weil ich möchte gerne langsamer weitermachen, so richtig weitermachen mit unseren Verbesserungen, was unsere Ausrüstung betrifft. Aber ich habe keine Lust, immer einzeln, immer ein was nur zu verbessern, sondern ich möchte wirklich ganz viele Trophäen erstmal sammeln, bevor ich da wieder was verbessere. Das ist auch so der Grund, warum wir da schon länger jetzt nicht mehr hingegangen sind. Weil ich erstmal eine Weile das Zeug anhorten will und dann mehrere Sachen direkt auf einmal verbessern will. Hey, wer bist du denn? Hi. Hier sind deine Schweißdrüsen. Du hattest recht. Die Jagd war prickelnd. Hättest mitkommen sollen, Corvus. Vielleicht würdest du endlich mal lockerer, wenn dich eins dieser Dinger geschockt hätte. Laber mich nicht von der Seite an, sonst passiert was. Du solltest Corvus nicht so reizen. Nimm deine Belohnung und geh. Hm. Was hast du für mich? Ich habe einen Kunden mit einer speziellen Bitte. Mein Name ist Harlan. Die Baba hat mir von dir erzählt. Du bist also ein äußerst mutiger Zutatenlieferant. Ich mache das, wofür man mich bezahlt. Nichts Besonderes. Da liegst du falsch. Die Baba rettet Menschen. Und da du ihr hilfst, rettest du also auch Menschen. Was brauchst du? Mein Vater liegt im Sterben. Ein Blutparasit. Die Baba kann ihm helfen, aber dafür braucht sie ein paar sehr seltene Zutaten. Okay, dann gehe ich sie mal holen. Wie gesagt, ist für mich Alltag.
Aber das ist sehr gefährlich. Zu gefährlich. Ich kann nicht zulassen, dass die Baba in meinem Namen darum bittet. Es geht um das Leben meines Vaters. Daher muss ich dich selbst darum bitten. Warum ist diese Jagd denn so gefährlich? Weißt du noch, der Rammer und der Unhold, die du einst für mich jagtest? Es gibt offenbar noch zwei von ihnen in der Stadt. Und wenn ich Harlens Vater retten soll, brauche ich Gewebe von beiden. Tut mir leid, dass ich dich darum bitten muss. Ist schon okay, Harlan. Aiden wird helfen. Geh zu deinem Vater. Ja, natürlich. Du hast recht, Baba. Noch zwei mutierte Infizierte, hm? Jag sie, Aiden. Du tust nicht nur Harlan einen Gefallen, sondern auch vielen anderen Bürgern, wenn du diese Monster erledigst. Wird gemacht. Alles klar, dann helfen wir mal den Burschen. Davor nehme ich mal hier wieder alle Sachen mit. Zack, zack und zack. Und auf geht's. Gut, aber erstmal noch schlafen, denke ich. Bis es dann Tag ist. Perfekt. Und dann kümmern wir uns jetzt darum. So, wir haben zwei unterschiedliche Markierungen. Bin bereit für das, was kommt. Und ich muss sagen, ich mag es irgendwie durch diese alten Straßen hier so hindurch zu reisen. Die Altstadt hier erinnert mich halt einfach, also Old Villador, erinnert mich einfach sehr, sehr stark so an den ersten Teil. Deswegen mag ich es hier ganz gerne rumzureisen. Gut, die machen wir mal weg. Und hier nehmen wir noch ein bisschen Stuff mit. Gut. Hey, ist das U-Bahn-Tunnel schon erobert? Sieht nämlich nicht danach aus. Nö. Alles klar, da muss ich mich mal um den Tunnel hier noch kümmern. Muss ich mir direkt mal vormerken hier. Oh weia, hier geht's gerade hoch. Naja, solange ich nicht mit hochgehe, ist gerade alles. Wasser könnte da nicht schaden. Von daher. Machst du dir keine Sorgen wegen Schimmel? So, hier unten ist unser Ziel. Jagen Sie den seltenen Infizierten, jagen Sie den brodelnden Rammer. Das ist unsere Aufgabe und Unhold. Zwei Stück. Alter, also das ist jetzt ordentlich viel hier. Was wir hier ausschalten sollen. Ich denke, am ehesten komme ich hier noch mit dem Bogen klar. So, gut. Jetzt einmal hier hoch. Ist der eine jetzt schon weg etwa? Nö, aber fast. Gut. Moment, jetzt habe ich wieder Probleme mit dem Pfeile wechseln. Hier geht's. Feuerpfeil einmal auf den da drauf. Los. Das Wechseln hat gerade irgendwie gar nicht geklappt. Aber jetzt. Jawohl. Alter, warum kannst du so weit hochschlagen? Verwundert mich schon ein wenig. Aber nun gut, er hat die heiligen Schlägerhände hier. Hier, fang. Alter, die fallen gerade wirklich schnell hier um. Oh! Da ist was, was hochgehen kann. Ja, fall hier runter, Aiden. Moment. Den einen großen Dude hatte ich doch hier hinten ausgeschaltet. Warum hat das nicht gezählt? Ich habe doch den einen hier ausgeschaltet. Oder war das ein falscher? Gut, ich schmeiß das mal auf den hier drauf. Das sind doch die seltenen, oder nicht? Bam! Egal, ich mach einfach erstmal hier weiter.
Wagen ist. Also hier sind die Minen. Komm. Am besten den irgendwie hier reinlocken, das wäre natürlich am besten. Hier, fang das. Ich bin mir wirklich nicht sicher, kann das sein, die Mission ist leicht verbuggt? Weil den einen habe ich doch ausgeschaltet hier schon. Und das müsste doch eigentlich einer von den Besonderen sein. Das ist halt das, was ich gerade nicht verstehe. Gut, was nehme ich denn jetzt mal für Pfeile? Ich denke, sprengen, oder? Ja, komm, nehmen wir sprengen. Mal drauf damit. Mal drauf damit. Jetzt nochmal den Bogen ausrüsten. Pfeile, was nehmen wir für welche? Nehmen wir mal Gift. Let's go. Und drauf damit. Oh. Hilfe. Das nehmen wir einmal mit. Dankeschön für die Beute hier. Einmal hier eine kleine Runde rumlaufen. Gibt es hier nochmal Beute? Ja, hier hätten wir das Zeug. Hep. Push. Push. Komm schon. Aber hier ein bisschen laufen wieder. Das Zeug hier wieder mitnehmen. Der ist gleich weg, der dort. Perfekt. Komm. Jetzt haben wir hier den Pfeil. Ah ne, der bringt bei dem nichts. Ja, dann halt Nahkampf jetzt. Ja, kommt. Der gute alte Nahkampf. Komm mal hergerannt. Obwohl, machen wir es mal so. Let's go. Drauf, 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 drauf. What? Alter, was war das denn? Der guckt hier nach vorne zu der einen Wand, aber wirft das nach hinten. What? Was war das denn da? Hier, nimm das. Jetzt ist Heilen angesagt. Würde ich mal sagen hier. Oh. Was ist das denn für ein schöner Flug hier gerade? Aus, komm hierher. Bleiben wir hier hinter dem Baum. Komm, drauf da. Baum, gib mir Deckung. Draufhauen. Und hinter unser Baum. Ja, warten. Er hat wirklich ein sehr attraktives Gesicht. So viel muss ich ja schon mal sagen. Ja, der heilige Bodenstampfer. Ja, aber so viel nun auch nicht mehr bringen. Weil du bist gleich am Ende. Hörst du? Ja, hau gegen meinen Baum. Jetzt gehe ich hier einfach auf die andere Seite. Jawohl. Ja. Und bam, Alter. Okay, jetzt klappt's hier mit den Zutaten sammeln. Alles klar. Gut, ich wollte schon sagen, ob das hier buggy ist irgendwo. Weil da steht ja, da jagen sie die, ne? Und ich habe ja die ja schon lange ausgeschaltet gehabt, den einen. Deswegen habe ich mich gewundert, warum dort nicht eine 1 steht. Alles klar. Stand das nur nicht da, weil erst beide weg sein müssen. Dann steht dort. Das ist so da. Gut. Logik irgendwie fehlt mir da ein bisschen schon. Aber eigentlich hätte dort eins von zwei zumindest stehen müssen, wo ich den ersten hier vorne ausgeschaltet habe. Aber nun gut. Egal. Hauptsache hat geklappt. Ist doch die Hauptsache. Aber cooler Kampf eigentlich. Also der hat Bock gemacht gerade. Gehe ich jetzt hiermit mal hier nach oben. Die Action hier an alle. Wow. 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 Hier können wir natürlich auch direkt mal die Beute holen. Das ist auch noch eine Idee. Wenn wir schon hier so sind. Ich nehme direkt einmal die eine goldene Waffe, die ich sowieso weg haben will. Ja, kurz durchfegen. Obwohl. So.
Ja, kommt. Einfach nur ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln und weitermachen hier. Let's go. Hep. Einmal hier herum. Weil nicht, dass ich da drüben da auf einmal noch mit in die Luft fliege. Und wir müssen uns auf jeden Fall mal drum kümmern um neue Pfeile für unseren Bogen. Aber nicht nur um normale Pfeile, sondern auch um Giftdinger. Also die Giftdinger haben mir gerade nämlich richtig gut gefallen. Und hier hinten braucht noch jemand Hilfe. Kommt, dir helfe ich mal. Da ist er. Komm, helfe ich. Zack. So, ich hab dir geholfen. Ich muss mich nur noch um deine Zombie-Freunde hier kümmern. Zack. Bitteschön. Mache ich doch gerne. Bin wirklich froh, dass du da bist. Ohne dich wäre ich... Ja, ich bin doch gerne für euch da. Wer redet denn da oben? Dude, wo bist denn du? Der erzählt wohl eine Geschichte. Besonders vorsichtig, wenn ihr in Gegenden südlich des Zentralrings reist. Bedenket! Wie geht's dir, Kumpel? Ja. Komischer Dude. Mich wundert, dass es mit dem dort keine Quest gibt. So wie der gerade drauf ist hier mit seinem Reden und so weiter. Mit dem, was er dort sagt. Da wundert es mich wirklich, dass es da keine Quest für den Dude gibt. Aber gut. Einmal weiter nach oben. Höp. Hier geht's auch nochmal hoch. Und wir sind gleich da. Liebe Hexe, ich bin gleich bei dir. Hui. Gibt's hier wieder neues Zeug hier hinten? Ja, sieht danach aus. Lavendel ist wieder neu gespawnt hier. So, alles mitnehmen. Ich habe das Gewebe für Hollands Vater. Du hast sie also beide getötet. Sehr gut. Das wird doch klappen, oder? Hoffentlich. Aber das ist keine Zauberei, sondern Medizin. Wir tun unser Bestes und hoffen, dass es reicht. Keine Zauberei? Ich könnte schwören, hier würde gehext. Vertrau mir einfach. Nimm dein Geld und überlass mir meine Arbeit. Mach, was die Baba sagt. Ja, ich mach immer, was sie sagt. Keine Sorge. Ich schau mal, ob du für mich auf die Jagd gehen kannst. Ich melde mich bei dir. Alles klar, es gibt jetzt erstmal wieder keine Quest mehr hier bei ihr. Gut, dann wenigstens lassen wir hier die Vorräte wieder einkaufen. Perfekt. Waffentechnisch, ja, was verkaufen vielleicht hier, mal gucken. Den Bogen hier, würde ich sagen. Obwohl den lila dann hier. Der ist ja noch schlechter als der blaue. Gut. Und ansonsten rüstungstechnisch, ja, hau ich mal noch die hier weg. Und hier die hier. Einfach damit hier mal ein bisschen aufgeräumt wird. Und damit wir wieder ein bisschen Money reinkriegen. Gut. Das passt dann soweit, denke ich. Und ich denke dann auch, Leute, dass wir dann jetzt hier an dieser Stelle Schluss machen. Ja, dann haben wir die Folge ein paar schöne Jagdaufträge gemacht. Und ja, den Bahnhof würde ich noch gerne einnehmen. Das wäre noch so eine Sache, was ich jetzt ganz gerne noch hier machen wollen würde. Aber ich will auch nicht unbedingt, dass die Folgen allzu lange gehen. Ich denke so um die 30 bis 35 Minuten ist perfekt. So, und ja. Dann machen wir jetzt hier an der Stelle Schluss, Leute. Nächste Folge, gucken wir mal, was wir da dann machen. Den Bahnhof einnehmen oder so. Oder vielleicht habe ich ja auch schon bis zur nächsten Folge hier wieder einen Anruf bekommen. Das kann auch gut sein von ihr. Also was heißt ein Anruf? Halt einfach die Benachrichtigung, dass ich eine neue Jagdquest für sie habe. Weil wird sich, denke ich, noch spannend dort weiterentwickeln, was mit diesem Herren ist. Ja? Mit diesem Mann.
der immer mal wieder so ein bisschen rumnörgelt und so. Also ich denke, da wird es noch zu irgendeiner Sache kommen, weil der sagt ja auch immer, du arbeitest für mich, zu der Hexe, also zu der Baba. Und ja, also da denke ich, wird es noch irgendwann dazu kommen, dass es nicht ein Jagdauftrag wird, sondern vielleicht, dass wir sie retten müssen oder den besiegen müssen oder sonst irgendwas. Irgendwas wird dort, denke ich, noch passieren. Deswegen bin ich da gespannt. Und das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit der Folge. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.